Herzlich willkommen zu meinem 200 Abonnenten Spezial und ich möchte mich recht herzlich bedanken an 200 Abonnenten. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal erreiche und ich bedanke mich auch an meine ganzen Freunde bei YouTube und will euch mit dem Spezial zeigen, was ich in Zukunft oder in naher Zukunft noch Let's Playen werde. Ja, das ist hier ein Spiel davon. Das heißt Enslaved, glaube ich. Ja, Enslaved. Oder Enslaved. Und es ist eine Art Jump and Run. Und ich zeige euch jetzt hier mittendrin. Let's Playen wäre es natürlich von Anfang an. Und ja, sage dann nochmal recht herzlichen Dank an alle, dass ihr mich so kräftig unterstützt. Und viel Spaß wünsche ich euch dann noch bei bei den Ausschnitt von diesem Spiel hier. So, ich werde ich kann ja auch dabei reden. Hat er es überlegt? Ah, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ob ich ein bisschen zusammenreisen. Sollten wir uns vielleicht mal miteinander bekannt machen? Also, mein Name ist Trippy Tucker, aber die meisten sagen Trip zu mir. Ehrlich gesagt werde ich immer nur Trip genannt. Und du? Ich habe keinen Namen. Du musst doch einen haben. Jeder hat einen. Nicht jeder. Wie haben dich denn deine Eltern genannt? Sie wurden bei einem Mech-Angriff getötet, als ich klein war. Ich bin in der Wildnis aufgewachsen. Allein. Na, und wie wirst du denn sonst genannt? Monkey. Ich habe gelernt, durch die Baumkronen vor den Mechs zu fliehen. In den Siedlungen, wo ich Handel treibe, nennen mich manche Monkey. Wenn du mir einen Namen geben willst, kannst du den nehmen. Okay. Monkey. Ja, unser guter Freund hier heißt Monkey. Und das nicht ohne Grund. Weil er kann wirklich klettern wie ein Affe. Ja, ich werde euch hier mal die Szene zeigen und das reicht dann auch schon. Runter, bevor uns das Geschütz erfasst. Also ich persönlich habe das Spiel jetzt schon ja gute 3 Mal durchgespielt, weil es mir so gefallen hat. Bin aber trotzdem immer noch nicht perfekt in dem Spiel, muss ich dazu sagen. Eine Energiezelle. Nein, die stammt noch von früher. Ist in dem Tank da. Sieht aus wie Erdöl. Hey Monkey, wenn du zu dem Geschütz hochkommst, kannst du sie übernehmen. Ja, zu dem Geschütz, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Oh, ah ja, jetzt weiß ich wieder. Man kann hier, dass sie ablenkt, machen. Dann kann ich hier ein bisschen. Gehe ich hier in Deckung. Da unten sieht man dann links, wie sich das wieder auffüllt. Okay, voll geladen. So. Jetzt lenkt es wieder ab. Ich hoffe mal, ich schaff's. Uiuiui. Ja, ging gut. Ja, und er klettert hier total geil. Das ist vor allen Dingen überhaupt nicht schwer. Also ich kann das Spiel nur jedem empfehlen. Finde ich. So, jetzt lassen wir sie nochmal ablenken. Weil ich den jetzt hier. Na, wie war das? So war das. So, R2 schieße ich. Uey. Ich erfasse Max.
riesige Menge. Sie kommen direkt auf mich zu. So, die kommen direkt auf sie zu. Ah, da. Und hier haben wir auch so eine... Jetzt kommen sie von da hinten. Aber da werden wir mal die Fässer hier nehmen. Überall. Jetzt kommen sie da wieder. So, ihr nicht. Ah, hier kommen noch welche. Oh je. Den müssen wir gleich... So, sonst wären nämlich noch mehr gekommen. Oh, da unten läuft sie. So. Prima. Wir können jetzt uns hier lang jumpen. Ja, und vor allem die Gegend sieht hier auch richtig geil aus, finde ich. Alles so, Endzeit geben, also so eine Stadt total überwuchert von Pflanzen und alles. Warte. Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich kann deine Ausrüstung upgraden. Ja, und jetzt könnte man hier quasi. Ach ja, mit L1 kann ich auch noch. Mit R1 kann ich auch noch hier so ablenken, indem ich rufe. So. Ja, das zeige ich euch aber alles das nächste Mal und ich zeige euch noch ein anderes Spiel, was ich auch noch let's playen werde und sage noch recht herzlichen Dank für 200 Abonnenten. Bis gleich. Ja, hier bin ich wieder zurück und das ist hier das zweite Spiel, was ich let's playen werde und zwar Castlevania Lords of Shadow. Da wollte ich euch jetzt auch mal ein Stück draus zeigen. Oh, da kommt bestimmt was Großes. Oh, lass mich. Schwein, du. Ja, blocken. Damit er uns nicht... Haha. Jeps. So. Wow, der teilt gut aus. Jung, jung, jung. Ah, da hätte ich wohl ausweichen müssen. Ah, jetzt haben wir ihn schon. Müssen wir. Ich glaube, die müssten wir jetzt aufspießen oder so. Genau. Ja, ist ein sehr schönes Spiel. Ich habe es bis jetzt, glaube ich, zweimal durchgespielt. Und. Ich bin immer wieder begeistert. Wenn ich das jetzt schon. Wieder sehe, habe ich schon wieder richtig Bock drauf. Who are you? I am Gabriel. Ja, kann sein, dass der Game Sound jetzt ein bisschen laut ist, aber you are from the order? Das habe ich jetzt gar nicht so nachgeprüft. How do I find him? He will find you. In the forest.
Tja, dein Pferd ist wohl tot. Aber macht nichts, wir gehen auch so weiter. Uns hält nichts auf. Ja, also erzählen möchte ich jetzt nicht sehr viel. Einige von euch kennen es vielleicht auch schon. Ja, wir können jetzt hier zum Beispiel wieder Fähigkeiten. Ihr seht hier, ich habe schon sehr viele. Ich werde das Spiel aber dann auf einen anderen, mit einem anderen Profil bei PlayStation 3 spielen. Damit ich es von ganz von vorne, ohne dass ich irgendwas habe. Und ja, das war jetzt eine kurze Szene aus dem Spiel. Ich will euch auch nicht zu viel zeigen. Mal sehen, vielleicht hänge ich noch ein drittes Spiel ran, was ich dann auch noch vorhab zu machen. Ja, könnte ich eigentlich. Also falls nicht, dann war es das. Dann sage ich danke nochmal an 200 Abonnenten. Und freue mich, dass ihr mich alle so unterstützt. Und hoffe, dass ihr mich weiter unterstützt. Und ich hoffe, ihr freut euch auch auf die beiden Spiele, die ich jetzt vorgestellt habe. Vielleicht zeige ich sogar noch ein drittes. Lasst euch überraschen. Ansonsten vielen Dank an alle. Tschüss. Ja, und hier bin ich wieder. Und ich zeige euch doch noch das dritte Spiel. Und zwar Final Fantasy 13 habe ich auch vor, noch zu machen. Und wir sind hier jetzt in der Open World von Final Fantasy 13. Das habe ich hier natürlich jetzt schon komplett durchgespielt gehabt und wollte euch einfach nur jetzt hier mal ein Stück zeigen. Ich zeige euch dann auch nochmal vielleicht einen Kampf. Mal sehen. Oh, der ist sehr groß hier. Ja, den müssten wir dann auch nochmal bekämpfen. Aber den will ich euch jetzt nicht zeigen. Ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen die Open World zeigen. Das Spiel wird dann allerdings ein etwas längeres Projekt, weil ich habe vor, das soweit mit alle Missionen zu machen. Also sagen wir mal fast 100%. Ich sage jetzt mal fast 100%, weil man müsste hier alle Accessoire und einige Waffen komplett aufrüsten. Dazu muss man level, dass man Geld bekommt in diesem Spiel. Und ja, und hier können wir jetzt einen Schatz nachgehen, den wir suchen können. Naja, das werde ich nicht zeigen. Das habe ich einmal gemacht, um alle Trophäen zu bekommen. Aber ich werde euch zeigen, wie man, soweit es geht, wie man die 5 Sterne kriegt bei jeder Mission. Die Leute, die es jetzt natürlich nicht kennen, das Spiel, die wissen jetzt gar nicht, was ich meine. Die müssen sich dann gedulden, bis ich es let's playe. Ich wollte euch ja jetzt auch nur einen kleinen Einblick mal zeigen. Jetzt bin ich abgestiegen, dabei wollte ich den Schatz bergen. Na, ist egal. Wen bekämpfen wir denn jetzt mal? Bin am überlegen, wenn ich nicht euch jetzt mal zeige auf die Schnelle. Ach, ich zeige euch meine Lieblingsgegner, die nämlich bei denen ich immer gelevelt habe. Das ist nicht der, obwohl den können wir ja auch mal zeigen. Komm mal her. Das ist auch ein ganz harter Bursche. Ihr seht jetzt schon die TP, das ist jetzt die Höchstzahl von jedem. Und ja, ich habe jetzt eine ganze Weile das Spiel nicht mal angefasst, weil ich ja... Jetzt hat er sich wieder aufgeladen, wie ihr seht, wir waren nicht schnell genug. Aber es sollte kein Problem sein. Den kriegen wir so hin. Auch wenn er uns jetzt mal haut.
Aber das ist ein ziemlich starker Gegner, wenn man, also, den man, wenn man hier ankommt, das dauert ja eine ganze Ewigkeit, bis man hier in der Open World ankommt. Ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Mehr brauche ich euch eigentlich jetzt nicht groß zeigen. Das seht ihr ja dann alles im Let's Play. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf, genauso wie ich mich dann freue. Das dauert allerdings noch eine Weile hier mit Final Fantasy 13, weil ich ja dann erstmal die anderen beiden Spiele, die ich euch vorgestellt habe, mache. Aber hier versuche ich dann so, wie gesagt, ein fast 100% euch zu zeigen. Und das wird dann auch ein etwas längeres Projekt. Ja, dann sage ich nochmal Dankeschön an 200 Abonnenten. Recht herzlichen Dank. Kann ich nicht oft genug sagen. Und ich hoffe, ihr unterstützt mich weiter. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und grüße nochmal alle meine Freunde wie Blackman LP, Mr. Kiwiki LP, Fallapfel LP, dann Ossi Lee und wie sie alle heißen, Acerola TV. Ach, ich weiß jetzt nicht, da gibt es noch so viele, die ich jetzt nicht aufgerufen habe. Die grüße ich trotzdem alle und sage Tschüss. Wir sehen uns dann hoffentlich in die Let's Plays.